Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Und wir machen dort weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben, nämlich mit dem Jetpack, das wir hier so schön schon am Rücken haben. Allerdings hat das jetzt noch keinen Treibstoff und dafür haben wir ja vorgehabt, die Pumpe zu bauen und da hat uns ja der Stahl gefehlt. So, allerdings brauchen wir ja auch noch ein paar Energiekabel, denn das muss ja auch an die Energie angeschlossen werden. So, die haben wir ganz schnell mal gecraftet. So, dann hat das auf jeden Fall schon mal Energie. Und wir können unser Jetpack. So. Kann ich das hier reinlegen eigentlich? Ja, kann ich. Sehr cool. Ah, das Sauerstoff brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Eigentlich. Okay. Ui, Power geht runter. Das ist natürlich suboptimal. Wir brauchen bald mal ein neues Windrad, glaube ich. Aber wir haben jetzt schon ein bisschen Hydrogen. Und genau. Und jetzt können wir das anlegen, das Jetpack. Und schon mal unsere ersten Flüge machen. Und ihr seht schon, wir können einfach so durch die Luft fliegen. Was natürlich ziemlich geil ist. Allerdings brauchen wir halt jetzt noch eine vernünftige Treibstoffversorgung. Und dafür, ich habe mir ja mal solche Wasserkabeln gecraftet, weil ich schauen wollte, ob man, habe ich Wasserkabel gecraftet oder? Ah nee, das waren gar keine Wasserkabel. Das waren Logistical Transporter Kabel. Okay, gut, dann müssen wir uns Wasserkabel auch mal schnell craften. Aber zuerst machen wir uns die Pumpe Pump. Und zwar brauchen wir diesen Steel Case hier. Das war ja eigentlich das einzige Hindernis. Jetzt könnten wir uns drei davon machen. Wir brauchen allerdings nur eins. Okay, und dazu brauchen wir noch einen Bucket. Habe ich kein Eisen? Doch, habe ich. Tick, 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 tick. Eisen, 1, 2, 3. Haben wir den Bucket auch gemacht. So, jetzt haben wir zumindest mal die Pumpe hinbekommen. Ich habe mir hier schon so ein kleines Loch gemacht. Habe ich? War ich denn den Eimer jetzt schon wieder hingelegt? Ich verlege dauernd meine Sachen, das ist unfassbar. Naja. Oh. Kann ich das irgendwie deaktivieren? Gab es da nicht so eine Taste? Egal, das muss ich dann nachher noch herausfinden. Da habe ich nicht reingelegt. Muss ich mir jetzt ernsthaft noch einen craften? Ja, scheint so. Naja. Drei. Wir haben keine drei Eisen mehr. Kann ich mir aus meinem Bucket craften? Nein. Ach komm schon, kann ich mir irgendein Bucket, einen coolen Bucket craften? Nein. Bucket. Nein, es gibt nur Eisenbuckets. Als ob. Oh, als ob mir jetzt wieder dieses blöde Eisen fehlt. Ist da vielleicht wieder was gewachsen an Eisen? Nein, aber ein Imperium ist fertig. Wo ist die Pumpe hin? Entschuldigung. Wo ist die Pumpe hin? Nein! Was hast du getan? Ah, okay. Oh! Ich dachte schon, die Pflanze hat jetzt meine Pumpe gefressen. Gut. Dann müssen wir schauen, haben wir hier noch irgendwo. Ach komm schon. Ernsthaft? Jetzt fehlt mir. Ein Eisen fehlt mir. Habe ich das nicht noch irgendwo? Bitte. Naja, so ist auch schon nicht. Doch, hier haben wir eh noch 10 Eisen drin. Ah, sehr gut. Brauchen wir. Alter, das Jetpack nervt aber auch ein bisschen. So, ordnen wir das Inventar mal schnell. Dann haben wir noch ein Bucket hier. Dann können wir uns, genau, die ewige, also die unendliche Wasserquelle machen. Nicht die ewige, sondern die unendliche. Upsi. Und Fallschaden kassiert, danke dafür. Einmal hier hin und zack. Und einmal hier hin. So, dann können wir die Pumpe hier dran setzen. Und da oben kommt dann das Wasser raus. Und das müssen wir so herumführen. Allerdings, wie crafte ich mir denn schnell eine Pipe? Pipe? Mechanical Pipe, ja. Millibuckets, jawohl. Ja. So wie ich erwartet habe, den Bucket haben wir uns ja gerade voll gecraftet.
Also können wir das auch schon machen. Haben wir 8 Pipes. Die Pumpe sollte mit Strom versorgt sein, soweit ich weiß. Jawohl, ist auch schon voll mit Wasser. Und wir können hier gemütlich die Wasserkabeln hinziehen. Und schon wird das ganze Wasser abgepumpt. Jawohl. Sehr gut. Dann haben wir auch da oben eine konstante Wasserversorgung drinnen. Und wir müssen jetzt mal schauen, kann ich den irgendwie... Ah ja, hier. Das können wir dampfen. Weil das braucht man eigentlich nicht. Das, was wichtig für uns ist, ist das Hydrogen. Denn das ist unser Treibstoff für unser Jetpack. Und das können wir direkt mal reinlegen und aufladen lassen. Und der Strom ist auch konstant, jawohl. Allerdings würde ich mir trotzdem bald mal gerne neue Windräder machen. Die heißen Wind Generators. Genau. Es war ja eh nicht so teuer. Es war ein bisschen Gold, bisschen Enriched Alloy, Redstone. Ah, schauen wir. Vielleicht kriegen wir das noch hin, dass wir das jetzt machen. Jetzt muss ich mal, ja, das bisschen Kohle wegdumpen und das machen. Jetzt brauchen wir ein bisschen Enriched Alloy. Ups. Da rein. Enriched Alloy. Dann brauchen wir noch ein Osmium. Zack. Ein Osmium. Das kommt dann danach dran. Dann haben wir das. Dann brauchen wir noch ein bisschen Enriched Alloy. Okay. Alles klar. Geht ja ganz fix eigentlich. So. Oh, das muss ich mal rausnehmen. Dann müssen wir die restlichen 7 Eisen wahrscheinlich auch noch verbraten. Ja, kann man nichts machen. So, wir müssen wieder was essen. Und wir müssen schauen, ob das Weizen draußen gewachsen ist. Das schaut aber gar nicht so schlecht aus. Jawohl, einiges ist gewachsen. Können wir uns wieder ein paar Brote craften. Hier habe ich übrigens noch einen Kartoffel gefunden und angebaut. Angepflanzt. So, das Eisen müssen wir leider immer kaputt machen und wieder neu pflanzen. Warum auch immer. Das geht leider nicht, dass wir das... so abernten. Naja, ist ja nicht so schlimm. So, dann haben wir hier, glaube ich, noch eine Eisenessenz drinnen. Jawohl. Und wir können uns dann auch wieder so eine verbesserte Essenz auch machen. Ja, guck mal, das wird schön aufgefüllt. Dann können wir schön lang damit fliegen. So, dann haben wir das. Dann haben wir 3 Enriched Alloy. Wir brauchen 5. Also brauchen wir noch 2 Enriched Alloy und ein bisschen Gold, ein bisschen Redstone, jawohl. So, wir machen uns direkt mal das hier, das sollten wir schaffen. Nein, das hier. Jawohl, ein Energy Tablet, dann noch ein zweites vielleicht. Da wollte ich reinschauen, jawohl. Das sollten wir eigentlich schon alles haben, dann haben wir... direkt ein neues Windrad gecraftet. So, noch ein zweites. Und dann haben wir die ganze Geschichte schon. Ich weiß noch, wie wir uns da am Anfang damit herumgeplagt haben, weil wir es nicht geschafft haben, die nötigen Ressourcen dafür aufzutreiben. Dann stelle ich das zweite Windrad mal hier hin. Sollte dann auch ähnlich viel 80 Kilojoule, also Kilo RF. Produziert das Protik und das produziert auch 80. Okay, ja, das ist ja in Ordnung. So, dann verbinden wir das mal schnell. Mechanical Pipe, ja, wir haben eh dieses Universal Cable. Das können wir hier ganz gut anschließen. Führen wir das direkt hier so runter. Zack, und angeschlossen. Dann haben wir auch wieder mehr Energie auf jeden Fall. Sollte die Energieproduktion auf jeden Fall hinterherkommen, hoffe ich. Gut, dann haben wir ja eigentlich einiges geschafft in der Folge. Wir haben eine funktionelle Versorgung für unser Jetpack hergestellt. Also mit der Pumpe, mit den ganzen Verbindungen und so weiter und so fort. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Ja, das schaut vielleicht jetzt etwas unelegant aus, aber... ah. Macht nichts. Ist nicht so schlimm. Aber wir haben eine stehende Wasserversorgung. Haben noch einen Windrad dazu gecraftet. Und wir haben eigentlich relativ
viel geschafft in der Folge. Ich bin stolz auf uns. Gut, das war's auch schon für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne mal einen Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis dann und ciao.